Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen, und zu Beginn des Videos erstmal ein großes, fettes Hashtag, und zwar Hashtag Call of Dutyfield. Ja, wer das Video von Max gesehen hat, der weiß, was da Sache ist. Ey, ihr wisst ja, Battlefield hat Call of Duty ein bisschen zerstört, habe ich ja schon mal im letzten Video erwähnt. Ja, Call of Duty Infinite Dislikes heißt das Ganze ja mittlerweile schon, laut der YouTube-Community, aber ich habe einen Kommentar gefunden, einen Kommentar unter den Infinite Warfare Trailer, der hat einfach alles zusammengebrochen. Alles. Ja, also es gibt Leute, die kommen echt auf so eine Scheiße, aber es ist mega geil. So, und zwar ist der Kommentar von Stefan Nuggets, hast nicht gesehen, ist ja auch egal. Und zwar steht hier von Sekunde 4 bis Sekunde 23 Activision Reaktion, wenn sie den, wenn sie das Like-Dislike-Verhältnis sehen. Ja, gut, da drunten, darunter hat einer geschrieben, gut, der hat auch einen ziemlich speziellen Namen, I fuck anything on two legs, okay, hat er dann anal drunter geschrieben. Ich blende das Video jetzt mal ein und ihr werdet sehen, da geht schon das Handy wieder im Hintergrund, ihr werdet sehen, dass da ein bisschen was dran ist. Ich spiel's jetzt mal, ja, ich spiel's jetzt mal ab. Ja, das sagt schon so einiges übers Spiel aus, eventuell. Und über die Entwickler natürlich, aber es ist herrlich. Herrlich, ja, ich finde die Kommentare einfach manchmal unter diesen Dislike-Videos, gerade jetzt bei Infinite Warfare, wunderbar. Ja, amüsierend bis zum geht nicht mehr. Ihr müsst euch mal die kompletten Kommentare durchlesen, da steht so eine Scheiße bei. Also, da lest ihr eine Scheiße, das ist unglaublich. Aber ist jetzt auch egal. Kommen wir mal kurz zum Thema RIP COD. Also, ich bin der Meinung, COD wird nicht tot sein, ja. Eventuell wird sich dieses COD nicht so gut verkaufen wie die anderen, war bei Ghosts ja auch schon so, aber die werden trotzdem eine Million machen, ja? Die Entwickler von Activision, die juckt es nicht, ja? Das Video wird auch durch den Dislikes gepusht, denn die, die das Video disliken, die kaufen das Spiel letztendlich trotzdem. Einfach um zu schauen, ob es jetzt wirklich so scheiße ist oder um zu schauen, ob es gut ist. Ja, ich weiß echt nicht, ob ich es mir kaufen werde. Also, ich wollte mir ja schon Black Ops 3 nicht holen, ich hab's mir trotzdem geholt. Ja, ich bin genauso einer. Ich hate Call of Duty und kauf's mir letztendlich trotzdem. Ich spiel's aber kaum. Ja, ich bin gerade mal bei Black Ops 3 Level 31, weil ich es kaum gespielt habe. Ich hab zwei Stunden, ich will's jetzt mal nicht übertreiben. Ich hab, wie viele Spielstunden? 20? Also, ist bei weitem nichts. Ja, es ist nichts. Also ich bin der Meinung, die das disliken, die werden sich das Spiel auch größtenteils kaufen. Ja, ist einfach so. Meine Meinung dazu. Und Call of Duty wird vielleicht daraus lernen, also Activision, und macht dann beim nächsten Versuch, weil sie jetzt gemerkt haben, es klappt doch nicht mit der Zukunft so gut, werden sie dann was ganz Neues versuchen. Also ich denke nicht, dass Call of Duty dadurch aussterben wird. Also, haut rein, ganz kurzes, knackiges Video nur, ich wollte euch das mal kurz zeigen. Bis dann. Und ciao.